Kommt sie auch so als Play, Lusche, das haben wir schon gesehen. Und ja, wir machen jetzt hier weiter mit Lusches. Ja, der Park gesagt. Also, toll. Jetzt sieht sie mich aber nicht. Also ich habe gerade schon rumgefällt und das geht mir auf den Keks. Die haben mich jetzt dutzendmal erwischt. Da war aber jetzt kein Bock mehr. So. Tschüss, Mama. Nein. Versteck. Hier niemanden. Zu verdammt. Zu überall zu. Das bin ich hier falsch, wie es aussieht. Ich laufe jetzt eigentlich alles mit Taschenlampe rum. Verdammt. Also hier irgendwo raus kann ich nicht. Du. Da ist jemand, oder? Du hast mich erschreckt. Was hast du vor? Geh zurück ins Bett, bevor deine Mutter dich sieht. Wo war der verdammte Weinkeller, ey? Verdammt! Lucius, warum bist du auf? Geh sofort wieder in dein Bett! Verdammt! Hey Junge, warum bist du nicht auf Bett? Mal Kartoffel. Hey Junge, warum bist du nicht im Bett? Scheiße. Du hast mich erschreckt. Was hast du vor?
Geh zurück ins Bett, bevor deine Mutter dich sieht. Ich bin einfach kein Problem, der scheiß Weinkeller ist. Oh, für dich. Du hast mich erschreckt. Wo ist die Waschküche nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der scheiß Weinkeller ist. Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Und dann kommt auch noch dazu, dass ich nicht von denen erwischt werden darf. Und dann kommt auch noch hinzu, dass der jetzt hier wieder 5 Minuten am Laden ist. Und ich Hunger habe. Wieder alles von vorne. 7 Minuten Zeit umsonst verplempert. Nichts. Und wieder nichts. Oh, wo ist er? Ich will mich durch die Tür sehen, echt? Natürlich ist der Mörder im Haus, warum nicht? Weil ich die ganze Zeit im Kreis laufe, weil hier die meisten Türen verschlossen sind.
habe überhaupt gar keinen Plan, ey. Hier müsste irgendwo die Waschküche sein. Oder wie es heißt. Ja. Mann, hier ist kaputt. Alles voller Qualm. Also wurdest du hergeführt. Du hast die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Meine beiden dummen Kinder haben seit Jahren in diesen Kellern gespielt und nie etwas bemerkt. Ich habe diese Kammer zusammen mit dem Herrenhaus bauen lassen. Damals. Hier ist der Mittelpunkt, Lucius. Dies ist das Herz von Dante Manor. Alle möglichen Dinge sind hier geschehen. Ich habe Gäste von höchstem Rang unterhalten. Jetzt ist es an der Zeit, dass du dein Schicksal erkennst. Du bist berufen, Lucius. Ich habe dich schon viel länger erwartet, als du dir vorstellen kannst. Meine Söhne waren eine Enttäuschung für mich. Auf dich habe ich gewartet. Du wirst uns allen den Weg weisen. Aber du warst leichtsinnig beim Lernen, Lucius. Du hast alles gefährdet. Du hast für zu viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und jetzt müssen wir damit fertig werden. Du darfst nicht entdeckt werden. Keine Sorge. Wenn wir ihn in der richtigen Weise entsorgen, wirst du viel stärker werden. Dies ist ein heiliger Ort, an dem das Blut für uns arbeitet. Nun für dich. Du bist es doch, mein Junge. Warum sprichst du nicht? Bist du die Prophezeiung? Der Meister sagt, er wird die Schuld von meiner Blutlinie nehmen. Ich bin sicher, er meinte dich. Bereite diesen Tisch für das Ritual vor. Ich suche derweil die richtige Schrift. Okay, Streichhölzer. Da. Oder auch nicht. jetzt. Ich kenn's aber auch an. An. Brauche ich irgendwas dafür oder was? An Nageln. Oh Mann. Hallo, mein Junge. Muss ich alle Kerzen anzünden, so jetzt? Nein. Also. Großvater hat mir erzählt, er steckt hinter dem Pakt mit Lucifer, meinem wahren Vater. Er will, dass ich den Pfadtisch vorbereite. Er gab mir die Schuld für diesen Reporter. Ich mache den Tisch besser fertig. Eine der Tassen ist zerbrochen. Sie will kein Blut halten können. Ich muss sie reparieren. Ich mag lieber im Studierzimmer schreibt ich im Festflügel? Habe ich schon. Ah, dann muss ich nicht nochmal loslaufen. Hehehe.
Und nun muss ich es finden. An der richtigen Stelle setzen, oder wie? Ah ja. Und der letzte. Irgendwo noch was, was ich brauchen kann. Nein. Hallo, Enkel. Ach, der Part ist mir zu lange, ja. Also, wir machen den Tisch im nächsten Part weiter und... Hast du noch sehr